So, also dann willkommen zur letzten Vorlesung Geschichte der Mathematik, zweiter Teil zu den Entwicklungen in Europa. Heute wird es um Analysis gehen. Da geht es so los in der Scholastik, also so spätes Mittelalter. Dann, das habe ich jetzt ganz frisch noch eben geändert, im Grunde genommen die Zeit, wo das losgeht, das ist so am Ende der Renaissance, beziehungsweise wird die Zeit auch ganz gerne wissenschaftliche Revolution genannt. Warum? Das kommt dann gleich noch. Und da geht es so richtig los mit, dass das so an Fahrt aufnimmt, das, was man als Vorform der Analysis bezeichnen kann. Und dann wird ja gerne mit Leibniz und Newton die Analysis im engeren Sinne begonnen, wobei man da auch streiten kann, ob nicht eigentlich bei dem Wallis und bei dem Barrow und so, das im Wesentlichen eh schon da war und Leibniz und Newton das nur so etwas abgerundet haben. So, und dann Wiederholung ist jetzt nicht, dass sich da die Geschichte der Analysis wiederholt, sondern da wiederhole ich, was zu diesem letzten Block an Fragen und so dann für die Prüfung ist. Üblicherweise ist ja die Analysis so aufgebaut, dass man mit Mengenabbildung anfängt, dann über Grenzwerte und stetige Funktionen redet, dann über die Ableitung und dann über die Integration. Und das ist aber quasi komplett ahistorisch, ne? Die ältesten Quellen, die zu dem führen, was man heute Analysis sind, sind ja die Fragen, wie man die Flächen unter krummlinig begrenzten Flächen bestimmt. Und da kann man einfach sagen, sind ein paar Sachen schon im Euklid drin. Und ganz viel eben von Volumina und Flächenberechnung, auch mit diesem, das hatten wir ja einmal, dieser doppelte Widerspruchsbeweis da bei der Parabel, im Grunde genommen Sachen, die sogar das Umgehen so ja, mit sowas Ähnlichem wie unendlichen Reihen erfordern, gibt es also quasi schon in der Antike. Das Inhaltsproblem, wie man das auch nennt, was mit der Integration zusammenhängt, ist also eigentlich das Älteste. Und da gibt es eben dann bei Kepler und Fermat, was wir uns heute anschauen, dann auch schon Beiträge, weitere Beiträge damit irgendwie umzugehen. Und Ableitung, da steht jetzt hier Newton und Leibniz. Ja, spätestens da würde ich mal sagen, im Grunde genommen fängt das auch schon so ein bisschen mit Fermat an, dass man dann irgendwie anfängt, sich für das Tangentenproblem zu interessieren. Und besonders interessant wird halt das Tangentenproblem oder die Frage der lokalen Änderungsrate, wenn Sie so wollen, dann, wenn Sie merken, dass Differenzieren und Integrieren zueinander inverse Prozesse sind. Und das so, diese Formulierung von dem Hauptsatz, dies tatsächlich fällt die so quasi auf Newton und Leibniz. Bei Leibniz fällt einem das quasi so vor die Füße, wenn der da mit seinen Differentialen rumrechnet, dass wenn man über die Differentiale integriert, kommt halt die Funktion selber wieder raus. So, und das wäre dann ganz gut, weil Sie ja auch wissen, dass Differenzieren so ein bisschen leichter geht als Integrieren. Wenn man erkannt hat, ah, das muss man einfach nur rückgängig machen, dann wird halt die Integration oder werden diese Inhaltsprobleme einfacher. So, und dann diese ganzen Unschärfen, was wir dann noch sehen werden. Also wir kommen heute gar nicht zu Cauchy und Weierstrass. Da habe ich aber auch gedacht, das ist nicht so schlimm, weil ich mal vermute, dass je nachdem, also ich denke vielleicht, dass die Frau Wille dazu vielleicht was in Schulmathematik Analysis zählt, zumindest zur lokalen Änderungsrate und zur lokalen Linearisierung. Und die lokale Änderungsrate, was man da macht, geht im Wesentlichen auf Cauchy zurück. Und die lokale Linearisierung ist im Prinzip Weierstrass. Und bei Weierstrass, also Sie können sich das quasi auch so denken, Cauchy ist so das strenge Niveau der Schulmathematik. Ja, und Weierstrass ist das strenge Niveau der Universitätsvorlesung, also Epsilon und Delta. Und vorher ist halt der Umgang mit Grenzwerten oder mit unendlich kleinen immer so ein bisschen qualitativ und dann auch angreifbar. Also darüber können wir heute nicht mehr reden. Bei Newton und Leibniz gibt es halt den Kalkül, wie man ableitet, aber der steht quasi theoretisch noch auf ziemlich wackeligen Füßen und das dauert dann noch mal über 150 Jahre, bis das alles so abgesichert ist. Und zum Beispiel Funktion ist bei Leibniz noch ein total schwammiges Konzept. Die haben viel mehr über Kurven geredet zu der Zeit. Und der Funktionsbegriff, so wie Sie den kennen aus der Analysis, ist dann tatsächlich eigentlich erst mit Dedekind. So, dass man sagt, Funktionen sind spezielle Relationen. Und selbst so der Schulfunktionsbegriff ist auch eigentlich eher als eindeutige Zuordnung ist auch später, werden wir gleich noch sehen. So, also hier ist mal so eine Aufstellung. Ich habe jetzt nicht nur Europa drauf, sondern auch so ein paar wesentliche Quellen.
In der Antike waren das diese Quadraturprobleme und Exhaustionsmethoden, also dass man versucht, eine Fläche durch Figuren auszuschöpfen und dann durch so einen doppelten Widerspruchsbeweis zu zeigen, sie muss dem gleichkommen. Es waren auch schon mehrere unendliche Reihen bekannt. Ihnen ist vielleicht so vom Gefühl her klar, dass unendliche Reihen beim Integrieren auftauchen und dass die deswegen für die Analysis nicht so ganz uninteressant sind. Und was auch auf die Antike zurückgeht und was sich lange sozusagen durchzieht, bis man dann letztlich bei Weierstrass das durch diese Epsilon-Geschichten und den Grenzwert, sagen wir mal, in gewissem Sinne gelöst hat, ist die Frage, gibt es nur potenzielle Unendlichkeit? Also kann man sagen, ein Prozess kann unendlich weit gedacht werden. Auf der Seite wären Sie, wenn Sie sagen, bei einem Grenzwert, das kommt dem beliebig nahe, erreicht das aber nie. Ja, dann haben Sie so eine Vorstellung, es gibt eigentlich das Unendliche nur potenziell. Dann gibt es quasi keinen Grenzwert, meinetwegen der geometrischen Reihe 1 durch 2 hoch n. Dann sagen Sie nur, das kommt beliebig nahe an die 1 heran. So. Oder Sie sagen, das kann das erreichen, dann gibt es das Aktualunendliche. Wenn Sie sagen, der Grenzwert der Reihe ist, also diese Reihe, wenn ich das aufsummiert habe, da kommt am Ende 1 raus und nicht ungefähr 1 oder ein bisschen weniger als 1, sondern wenn ich das unendlich fortsetze, kommt tatsächlich 1 raus. Dann glauben Sie ans Aktualunendliche. So, und jetzt gibt es noch den Streit, wie geht man mit dem Aktualunendlichen um? So, da gibt es die Atomisten, das waren die, über die sich der Zenon da lustig gemacht hat, mit der Schildkröte und dem Dings, die dann sagen, na, es gibt irgendeinen Punkt, an dem ist das quasi nicht mehr teilbar, das ist alles aus Atomen zusammengesetzt. Das nennt man dann auch indivisiblen, ja, unteilbare, ja, so sieht das unendlich kleine aus. Oder es gibt das Infinitesimale, das ist so ein bisschen schwammiger, wo man dann sagt so, ja, man kann das beliebig klein machen, unter jede vorgegebene Grenze drängeln. Aber das geht im Prinzip immer weiter, aber trotzdem glaube ich daran, dass das sozusagen einen Endpunkt hat. So, das ist ja quasi die Vorstellung, die im modernen Grenzwertbegriff eigentlich aufgehoben ist. Aber bis so die ganze Zeit, die wir uns jetzt anschauen, bis Leibniz und Newton, bleibt das eigentlich auch so ein bisschen im Unklaren, wie jetzt das im Unendlichen eigentlich aussieht. Und das kommt aber auf der nächsten Seite auch, dann gibt es ja diese Exoten da um den Robinson, die Non-Standard-Analysis erfunden haben, da gibt es ja dann tatsächlich unendlich kleine Zahlen, hyperreelle Zahlen heißen die auch. So, wichtige weitere Beiträge kommen von den Arabern, insbesondere hier diesem Al-Hasen, beziehungsweise Al-Haytham. Al-Hasen ist irgendwie so der westliche Name, der hat Volumen vom Paraboloid bestimmt und eine Summenformel gefunden für Reihen der Form I hoch K, also wo über I hoch K summiert wird, mit einem relativ cleveren Trick, gucken wir uns aber nicht an. Und dann gibt es eben in Indien, das hatte ich glaube ich auch in der Indien-Vorlesung erwähnt, gibt es so Sachen, so das Tangentenproblem wird da schon behandelt, also wie findet man an Kurven Tangenten mit auch Methoden, wo man immer kleiner denkt. Es gibt im Prinzip den Satz von Rolle, ich habe schon wieder vergessen, was das ist, aber Sie kennen das vielleicht noch aus der Analysis, gibt es im Prinzip. Und es gibt, und das ist so ein bisschen verblüffend, die Potenzreihenentwicklung für Pi Viertel. Das ist insofern etwas verblüffend, weil die Potenzreihenentwicklung für Pi Viertel wird ganz gerne Leibniz zugeordnet. Und es gibt zumindest einen so einen indischen Mathematikhistoriker, der auch behauptet, dass sich irgendwie diese via Jesuiten quasi da diese Manuskripte auch bis zu Leibniz und Newton hätten vorgedrungen sein können. So, das ist wieder dieses, wo man sagen kann, es gibt keine Beweise, dass der Leibniz oder der Newton das gelesen hat, sozusagen, aber es gibt auch keine Beweise fürs Gegenteil quasi, wie auch. Aber es wird mittlerweile akzeptiert, dass quasi der Kalkül des Umgehens mit unendlichen Reihen im Prinzip den Indern ungefähr 150 Jahre dann irgendwie vor Europa eigentlich schon geläufig war.
So, dann so Nicole Orem, der ist relativ bekannt für so eine frühe Form des Funktionsbegriffs. Dabei kann man zeitlich nicht ganz genau fixieren. Und die anderen jetzt Kepler, Fermat, Cavalieri, die kommen jetzt gleich nachher eh. Wallis habe ich mal weggelassen, man kann nicht alles erzählen. So, und dann 16, jetzt kommt so die eigentliche Zeit, 1666 bis 1700, wo eben dieser Kalkül entsteht. Bei dem Newton und teilweise auch bei dem Leibniz, aber ganz besonders bei dem Newton, ist irgendwie so das Problem, dass die ihre Gedanken nicht immer sofort publiziert haben. Also gerade vom Newton liest man, dass der sehr empfindlich auf Kritik reagiert hat und dann quasi das nur sehr bruchstückhaft irgendwie publiziert hat. Und dass der Barrow da etwas später steht, der Barrow ist eigentlich der Lehrer von dem Newton. Also die Vorstellungen von dem sind etwas älter, aber wo das dann publiziert ist, das ist halt erst 1670. Aber der dürfte da schon hat da schon eng mit dem Newton zusammengearbeitet. Und das merkt man auch ein bisschen in den Newtonschen Vorstellungen dann. So, ja, und dann, wozu wir alles nicht mehr kommen, die Bernoullis haben noch einiges gemacht. Bei denen gibt es, also das erste Mal, dass das Wort Funktion auftaucht, ist bei Leibniz. Aber das ist dann noch ganz schwammig. Etwas besser wird es dann hier schon bei den Bernoulli-Gebrüdern. Und hier Brooke Taylor. Jetzt habe ich eigentlich nur mal so Sachen draufgenommen, wo ich gedacht habe, ich will sie mal unangenehm an die Analysis 1-2 erinnern. Taylor rein. So, das ist hier 1712. Dann Funktion als eindeutige Zuordnung, also so wie man es in der Schule erklärt. Das entsteht halt so im 19. Jahrhundert durch Fourier, Dirichlet und Dedekind. Dann hier Bolzano steht hauptsächlich darauf, weil das ein Österreicher ist, der den Zwischenwertsatz gefunden hat. Das ist so 1817, also das, wenn wir einen Zwischenwertsatz kennen Sie ja noch, brauche ich nicht erzählen. So, dann Cauchy, das nennt man Arithmetisierung der Analysis. Arithmetisierung meint immer, dass sich die Sachen möglichst weit von geometrischen Vorstellungen lösen und rein durch Folgen arithmetisch beschrieben werden. Und da ist bei Cauchy quasi schon mal so ein erster Abschluss erreicht. Und im Grunde genommen ist die Ableitung genau so definiert, wie man das heute in der Schule lernt. So, und bei Weierstrass sagt man dann finale Arithmetisierung der Analysis, da ist das dann halt schön mit Stetigkeit und Differenzierbarkeit, mit diesen üblichen, also eine Funktion ist an einer Stelle differenzierbar, wenn dann da der Grenzwert so und so existiert und dass der Grenzwert bedeutet, dass ab einem bestimmten Folgenglied liegen die alle in einer Epsilon-Umgebung und man kann beliebig klein das machen und so weiter, so wie Sie das dann eigentlich auch in der Analysis mal gelernt haben sollten. Also spätestens bei Weierstrass, also 1863, ist das alles da. Was ist noch, und parallel entwickelt halt Cantor auch irgendwie die Mengenlehre da zu einem gewissen Abschluss. So, und dann das, was man heute oft am Anfang der Analysis macht, zu sagen, eine Funktion ist eine zweistellige, rechtseindeutige Relation, ist dann noch ein bisschen später. Das ist eigentlich erst bei Felix Hausdorff 1914. Und 1966 entsteht diese verrückte Idee der Nichtstandardanalysis, wo man sich darauf einlässt, dass es infinitesimal kleine Zahlen gibt. Was man hier zeigt, gewisse Vorstellungen, die man teilweise Leibniz zuschreibt oder Leibniz-Vorgängern, die da aber sehr schwammig waren, lassen sich entweder lösen mit dem Grenzwertkalkül, wie Sie ihn kennen, oder dadurch, dass man die reellen Zahlen ergänzt um gewisse unendlich kleine Zahlen und dann sagt man irgendwie, jede unendlich kleine Zahl hat, also dann gibt es diese nicht, wie heißen die, hyperreellen Zahlen, und die haben aber immer eine benachbarte reelle Zahl und dann kann man den Standardteil von so einer hyperreellen Zahl stimmen. Das ist dann immer eine Standardzahl und so. Und damit kann man aber alternativ auch ableiten, integrieren und so definieren. Und teilweise ist das sogar auch mal didaktisch diskutiert worden, ob das Sinn macht. Aber faktisch spielt das eigentlich in der modernen Analysis bis auf ein paar Leute, die das so machen und betreiben, nicht wirklich eine Rolle. Es gibt irgendwie in Berlin witzigerweise so eine Gruppe von Lehrern, die das irgendwie für ihren Unterricht entdeckt hat und so unterrichtet. Und die behaupten dann auch, wenn die das mit der Nicht-Standard-Analysis können, dann lernen die in 2 Wochen, wie das mit der Standard-Analysis funktioniert. So ganz glauben tun das alle Didaktiker nicht.
Oder nicht alle Didaktiker tun das glauben. So, also hier, was Zeit der Scholastik, eine der frühesten Darstellungen funktionaler Zusammenhänge in sowas Ähnlichem wie im Koordinatensystem hat man gefunden in so einer etwas entlegenen Handschrift aus einer Klosterschule. Und da sind hier die Planetenbahnen vom Planeten im Tierkreis und in der Erläuterung von dem Herrn Hilscher steht auch in einer eigentlich völlig unzulässigen Weise dargestellt. Aber das ist auf jeden Fall mal so das früheste Fundstück von so einer funktionalen Darstellung. Dann doch einige Jahre später gibt es von dem Orem diesen Tractatus de Latitudinibus Formarum. Und da ist das so, dass da systematisch versucht wird, so verschiedene Vorgänge darzustellen, dadurch, dass man sagt, also ich betrachte eine Größe, die nennen wir mal Intention, ja, und die verändert sich in der Zeit. Und diese zeitliche Änderung nennt man Extension. Und dann diskutiert er so verschiedene Formen von Diagrammen, die dabei entstehen können. Und da kann man sagen, aha, das sind halt so, also jetzt können Sie entweder sagen, wenn Sie Statistiker sind, das sind Vorläufer vom Balkendiagramm. Ja, oder wenn Sie eher an Funktionen denken, können Sie auch sagen, das ist eine frühe Form Darstellung funktionaler Zusammenhänge. Wobei die X-Achse hier quasi immer eine Zeitachse meint. Und es gibt dann auch so ein Gesetz, was da bewiesen worden ist, das meistens nach dem Merton College benannt wird, wird ein Körper in der Zeit t von Geschwindigkeit v1 gleichmäßig auf v2 beschleunigt, so gilt für den zurückgelegten Weg 1/2 v1 plus v2 mal t. Und wenn Sie jetzt zum Beispiel hier sich das so denken, also hier ist c, sagen wir mal, Ihre Geschwindigkeit ist 0, jetzt bewegen Sie sich gleichmäßig in der Zeit, so, werden gleichmäßig beschleunigt, bewegen sie sich. Also hier ist die Geschwindigkeit, die steigt gleichmäßig, bis sie hier an den Punkt B kommen. Und jetzt wollen Sie wissen, was der zurückgelegte Weg ist. Dann kennen Sie das ja wahrscheinlich, dass wenn man unter der Kurve integrieren würde, hier gerade der zurückgelegte Weg darunter ist. Und man kann hier dann auch argumentieren, warum kommt da 1/2 V1 mal V2 raus? Naja, das macht der hier so, dass der sagt, naja, ich kann das ja hier so abschnibbeln und dann seitlich wieder drauflegen und dann habe ich da das Rechteck und damit habe ich hier halt Zeit mal immer gleichbleibende Geschwindigkeit und das ergibt zurückgelegten Weg von so und so. Das ist da quasi schon drin. So, jetzt machen wir einen ziemlichen Sprung in das Zeitalter der wissenschaftlichen Revolution. Man setzt das meistens so an mit der Herrschaft von Königin Elisabeth I. oder Lebenszeiten von Galilei, dass das anfängt und sagt, so abgeschlossen ist die wissenschaftliche Revolution so ungefähr, wenn der Newton stirbt, das wäre 1727. Und warum? Das ist halt eine Zeit, wo irgendwie ganz viel passiert. In den Naturwissenschaften werden halt verschiedene Bewegungsprobleme gelöst. Freier Fall, Stoß, Wurf, Pendel und es wird sich nochmal neue Gedanken darüber gemacht, wie sich die Planeten so bewegen und dass vielleicht doch nicht die Erde da im Mittelpunkt steht, sondern man da annehmen sollte, dass da die Sonne drin ist. Und technisch passiert einiges, Urkran, Pumpe, Mühlen, Maschinen entstehen. Man hat sehr viel mit Bewegungsproblemen in der Mechanik zu tun und das, sagen jetzt hier Wussing und Alten, führt eben auch dazu, dass man in der Mathematik weggeht von nur einer Mathematik der statischen Größen, hingehen zu einer Mathematik der Variablen, der Veränderlichen, was man auch sehr deutlich merkt bei den Newtonschen Vorstellungen zur Differenzierbarkeit. Und in diese Zeit fallen dann die Entstehung des Funktionsbegriffs, der Infinitesimalrechnung und der analytischen Geometrie. Wir haben ja letztes Mal über Descartes zum Beispiel geredet, der ist eben auch in diesem Zeitraum drin. Alle, die jetzt kommen, also Kepler, Fermat, Viète, so, das ist alles in dieser Zeit, da ist halt richtig was weitergegangen. Kurz vorher, Renaissance, haben die halt angefangen, wieder die griechischen Klassiker zu lesen und jetzt entsteht sozusagen in dieser Zeit dann ganz viel wirklich neue Mathematik. Es entsteht relativ parallel eben von, insbesondere beeinflusst ja von Vieta, haben wir uns ja letzte Woche angesehen, dass man wirklich für die Algebra auch eine einheitliche Formelschreibweise findet und mit Regeln Formelausdrücke
auflöst, das passiert in dieser Zeit und ist auch so ein bisschen die Voraussetzung natürlich dafür, dass sich so analytische Techniken durchsetzen können. Bei dem Kepler, der jetzt gleich als erstes kommt, da gucken wir uns zum Beispiel nie die Originalbegründung an, weil das ist super kompliziert, alles mit Worten hingeschrieben und total geometrisch und braucht mal ewig, bis man verstanden hat, was da eigentlich gemeint ist. So, und dann geht das aber immer näher an unsere heutigen Methoden ran. So, also hier Kepler, geboren und gestorben in Deutschland, aber größte Zeit tätig in Österreich. Ja. Sehr jung verheiratet mit einer etwas älteren Frau, die dann aber gestorben ist und als er dann Mathematiker in Linz war. Also, dass der da zwischendurch mal abhaut nach Prag. Sie sehen da Lehrer für Mathematik an der Evangelischen Stiftschule in Graz. Und dann gibt es aber Gegenreformation, da muss er nach Prag flüchten und kommt dann wieder zurück nach Linz. Und in Linz heiratet er dann zum zweiten Mal. Ich habe, glaube ich, tatsächlich eine Fuhre Ausdrucke wieder oben gelassen. So, aber das haben wir hier, glaube ich. Als ich im November des Jahres 1613 meine Wiedervermählung feierte zu einer Zeit, da an den Donauufern bei Linz die aus Niederösterreich herbeigeführten Weinfässer nach einer reichlichen Lese aufgestapelt und zu einem annehmbaren Preise zu kaufen waren, da war es die Pflicht des neuen Gatten und sorglichen Familienvaters, für sein Haus den nötigen Trunk zu besorgen. Als einige Fässer eingekellert waren, kam am vierten Tage der Verkäufer mit der Messrute, mit der er alle Fässer ohne Rücksicht auf ihre Form, ohne jede weitere Überlegung oder Rechnung nach ihrem Inhalte bestimmte. Die Visierrute wurde mit ihrer metallenen Spitze durch das Spundloch quer bis zu den Rändern der beiden Böden eingeführt und als die beiden Längen gleich gefunden worden waren, ergab die Marke am Spundloch die Zahl der Eimer im Fasse. Ich wunderte mich, dass die Querlinie durch die Fasshälfte ein Maß für den Inhalt abgeben könne und bezweifelte die Richtigkeit der Methode, denn ein sehr niedriges Fass mit etwas breiteren Böden und daher sehr viel kleinerem Inhalt könnte dieselbe Visierlänge besitzen. Es schien mir als Neuvermählten nicht unzweckmäßig ein neues Prinzip mathematischer Arbeiten, nämlich die Genauigkeit dieser bequemen und allgemein wichtigen Bestimmung nach geometrischen Grundsätzen zu erforschen und die etwa vorhandenen Gesetze zu Lichte zu bringen. So, das steht in der Einleitung zu diesem Buch Neue Stereometrie der Weinfässer. Da geht's aber eigentlich nicht nur um Weinfässer. Das hat im Prinzip drei Elemente. Das erste ist die Zusammenstellung einer Zahl von Sätzen des Archimedes über Kreisfläche, Volumen und Oberfläche von Zylinder, Kegel und Kugelteilen. Was da eigentlich nur neu ist, also das sind lauter Sachen, die bei Archimedes in diesem über Zylinder und Kugel schon drin sind, ist, dass die hier mit quasi infinitesimalen Methoden nachgewiesen werden. Zum Beispiel diese Idee, dass man da wenn ich hier die Kreisfläche bestimme, kann ich da eigentlich die Dreiecke so abwickeln und kann dann sagen, da jetzt steht so ein Dreieck, das als eine Seitenlänge den Umfang hat und als andere Seitenlänge hat das dann den Radius und das ergibt quasi die Fläche des Kreises. Oder hier auch die Idee, dass man sich die Kugel vorstellen kann als aus lauter Zylindern zusammengesetzt, wenn man die möglichst klein macht und damit ans Kugelvolumen rankommen kann. Das ist da auch drin. Und dann das zweite sind die Ergänzungen zu Archimedes. Das ist eine Klassifikation der Körper, die durch Rotation von Kegelschnitten um eine Achse entsteht. Hier ist es jetzt mal nur für den Kreis dargestellt. So. Wenn Sie jetzt vorstellen, der Kreis dreht sich so, dann entsteht das, was Homer Simpson Donut nennt, der Mathematiker ein Torus. Und beim Dings heißt das halt ein Ring. Ne? So können Sie sich vorstellen, da draußen so ein Donut nehmen, der hat genau die Form. Und wenn man jetzt aber, wenn der Donut quasi in der Mitte gar kein Loch hat, dann entsteht dieser geschlossene Ring. Und jetzt kann man das natürlich über den geschlossenen Ring noch weiter schieben. Da müsste quasi die eine Hälfte von der Kugel so wegschieben. Und dann das nächste nennt er einen Apfel. Kann man sich auch so ein bisschen vorstellen. Ne? Der Apfel, der hat ja da so eine gewisse Eindellung. Und wenn man jetzt weniger als den Halbkreis rotieren lässt, das nennt er dann eine Zitrone. Okay, also vielleicht auch vorstellen, dass das so von der Form ungefähr hinkommt.
Und jetzt ist jeweils die Frage, wie kommt man eigentlich an deren Volumina? Und hier sind mal zwei Beispiele aufgestellt. Also das erste ist, dass er sagt, naja, ich stelle mir das so vor bei diesem Torus oder Ring oder Donut. Ich schneide da jetzt so eine Scheibe raus, die kann man, glaube ich, sehen, wie so ein Kuchenstück quasi, wo nur in der Mitte nichts ist. Und jetzt muss ich mir das natürlich beliebig dünn vorstellen. Und dann sagt er, okay, wenn ich zwei solcher Dinger nehme, ne, dann, also jetzt könnte ich ein entsprechendes nehmen, wo das quasi genau andersrum da drauf passt. Und also im Mittel haben die dann sozusagen so eine Höhe T. Und wenn ich, also auf jeden Fall müssen alle, die ich so aufeinander stapel von diesen Stückchen, die sehen ja alle aus wie das hier auf der Seite, die müssen natürlich in der Höhe dann genau gerade so hoch sein, wie hier quasi der Umfang ist von diesem Gerät. Also ist das genau, ist das Volumen ist dann Umfang von dem Torus mal die Kreisfläche. So. Stimmt auch. Ist halt nicht ganz präzise nachgewiesen, aber stimmt. Und bei dem Apfel ist die Idee, dass er sagt, ich schneide den quasi jetzt auch wieder auf und dann drücke ich den auch so in die Höhe. So, und jetzt muss ich noch aufpassen, dann habe ich aber nicht, dann habe ich letztlich gar nicht so einen ganzen Zylinder, sondern ich habe das, was man einen Zylinderhuf nennt. Das ist, wenn man da so schräg durch den Zylinder durchschneidet. Also nur das Volumen hier unten drin, das ergibt so einen halben Apfel, was da so unten drunter ist. Und dann überlegt er sich wieder, wie komme ich da dran? Und dafür zerschneidet er jetzt quasi diesen Zylinderhuf noch mal so in so unendlich dünne, was sind das hier, Quader, ne? So, die da reingelegt sind. Und sagt dann wieder, das kommt einer anderen Figur gleich durch eine geometrische Überlegung und kann so dann das Volumen von dem Apfel bestimmen. So, was gerne dem Kepler zugeschrieben wird, aber wo zumindest hier der Herr Führer behauptet, dass das explizit nicht in der neuen Stereometrie der Weinfässer drinsteht, das ist die sogenannte allgemeine Fassregel, die auch Simpson-Regel heißt, die hier jetzt dargestellt ist im Text in der Form von Lambert. Und das ist aber nochmal 150 Jahre später. Setzet das Fass habe in der Mitte bei dem Spundloch noch einen Boden, der mit den beiden anderen parallel sein, messet den Raum aus, den der Wein auf diesen dreien Böden benetzt oder bedeckt. Der Raum des mittleren Bodens nehmet vierfach und addiert dazu den Raum der äußeren Boden. Die Summe wird durch 6 geteilt und was herauskömmt, mit der Länge des Fasses multipliziert. So wird das Produkt der Inhalt des Fasses sein, soweit es angefüllt ist. Das ist hier sogar also noch weiter. Da steht sogar, wenn das auch nur teilweise gefüllt ist, wird das Volumen so sein. Jetzt erstmal, dass man das mal als Formel gesehen hat. Also ich nenne mal den ersten Boden, nenne ich mal A, den mittleren Boden nenne ich M, den äußeren Boden nenne ich B. Dann stand da, ich soll viermal den mittleren Boden nehmen plus die beiden äußeren Böden und das Ganze geteilt durch 6 und das mal B minus A. Und das ist die berühmte Simpson-Regel, die übrigens exakt stimmt für alle. Können Sie auch für einen Zylinder nehmen, können Sie auch für einen Kegel nehmen, können Sie auch nehmen für eine Parabel. Da passt das immer ganz exakt und für andere Sachen liefert es gute Näherungswerte und wird heute, glaube ich, auch ganz gerne in der Analysis mal besprochen. So, die hatte er aber nicht und die stimmt auch noch, wenn man nur Teile nimmt. Jetzt sagt der Herr Führer, hat sich dann noch überlegt, wie kann man eigentlich eine Intuition haben, warum das ungefähr hinkommt. Wenn man an so typische Fassformen denkt, ja, das ist jetzt hier so, die so ein bisschen bauchig sind in der Mitte, könnte man sagen, naja, eine gute Intuition ist zu sagen, wir schneiden das mal in 6 gleich dicke Zylinder. Und wenn wir dann die äußeren so nehmen, wie die äußeren Böden sind und die 4 in der Mitte nehmen wir immer so, wie der mittlere Boden ist, dann gleicht sich das so ein bisschen aus, was da drüber steht und was da drin ist. Und deswegen ist das eine ganz gute Näherung. So kann man Unterstufenschülern
die Formel schmackhaft machen, weil da braucht man eigentlich gar kein infinitesimales Argument unbedingt. Was dann tatsächlich drin ist in dieser neuen Stereometrie der Fässer, sind Überlegungen zur Stereometrie des österreichischen Weinfasses im Besonderen. Ja, das hat es ihm halt angetan gehabt, das österreichische Weinfass. So, und da formuliert er folgenden Lehrsatz: Das optimale Weinfass, also optimal für den Trinker, nicht für den, der es befüllt, sagen wir es mal so. Unter allen Zylindern mit gleichen Diagonalen ist derjenige der größten, dessen Basisdurchmesser sich zur Höhe verhält wie Wurzel 2 zu 1. So, ja, ich mal mal. Also hier sehen Sie, was damit gemeint ist. Also hier haben Sie mal so ein zylindrisches Weinfass. In der Mitte wäre jetzt noch so ein Boden, da oben ist das Spundloch. Jetzt geht der da mit der Visierrute rein. Also normalerweise sind halt Böden und sagt, tschack, hier oben kann ich jetzt ablesen, wie viel Liter. Beziehungsweise setzt das dann auch noch mal in die andere Richtung und sagt, und so viel Liter sind in der anderen Hälfte drin. Und jetzt war dem Kepler klar, dass wenn ich dass das ja ein gewisses Problem ist. Also der misst ja eigentlich hier die Diagonale. Ja, der misst ja nicht wirklich, wie viele Liter da drin sind. Wenn Sie jetzt aber hingehen und machen das ganz dünn, da ist da viel weniger Volumen drin mit derselben Diagonale. Und jetzt kann man fragen, wie sieht eigentlich das Weinfass aus, so, wo sozusagen bei gegebener Diagonalenlänge hier das maximale Volumen drin ist. So. Das ist jetzt das Problem, das gelöst werden soll. Ich mache mal das eine Bildchen ab. Wir machen das jetzt aber nicht mit Kepler-Methoden, sondern mit Methoden der Oberstufe. So. Und weil ich schon so lange nicht mehr in der Oberstufe war, habe ich einen Spickzettel mit. So, gut. Also, wir betrachten jetzt mal, an sich ist das hier natürlich so Fässle, ne? Gut, also wir schauen uns das jetzt mal an. Das Volumen von diesem Fässchen hier ist Pi, wenn das hier D ist, D halbe Quadrat, ergibt die Grundfläche und die Höhe ist H mal H. So, was braucht man denn noch, wenn man so eine Optimierungsaufgabe löst? Ich schreibe das mal hin, damit Sie es noch besser sehen. Wenn Sie so an die Schulzeit zurückdenken, was macht man jetzt? Nebenbedingungen brauchen wir eine, oder? Das hier nennen Sie, glaube ich, Hauptbedingungen in der Schule. Ist im Allgemeinen eine Funktion, die von zwei Veränderlichen abhängt. Und jetzt suchen Sie ein Extremum unter einer Nebenbedingung. Ich glaube, die meist, also so unrestringierte Maxima von Funktionen in zwei Veränderlichen macht man ja normalerweise in der Schule nicht, sondern sie haben immer eine Nebenbedingung. So, jetzt wissen wir, die Nebenbedingung war aber, dass die Diagonale immer gleich ist. So, das können wir jetzt aufschreiben. Wie lang ist die Diagonale? S Quadrat ist gleich D Quadrat plus H Quadrat, oder? Nach Pythagoras, also habe ich jetzt nicht schön gezeichnet, aber wenn das hier so, hier oben ist der Punkt, wo das alles durchgeht, dann stimmt wieder alles. So. Ja, das ist so, ganz genau kommt es nicht. Gut, jetzt müssen wir, was macht man jetzt normalerweise? Was hätten Sie denn gerne raus, das D oder das H? Ich würde sagen, wir machen das D raus. Also es ist eigentlich gehopst wie gesprungen. Wurzel aus H Quadrat minus S Quadrat. Sie denken nur eben mit, ich mache nichts falsch bis jetzt. Ne? Ist so, glaube ich, cleverer, weil da haben wir ein Quadrat drin stehen, dann flutscht das gleich wieder weg. Kommt mir vernünftiger vor. Oh, ja, ja, danke sehr. S Quadrat minus H Quadrat. Ich hätte wahrscheinlich auch irgendwo ein Radiergummi. Ja, egal. Gut, jetzt setzen wir das ein. Also V von H ist gleich Pi mal S Quadrat minus H Quadrat durch 2 Wurzel aus in Klammern zum Quadrat mal H ist also gleich Pi Viertel mal
Da fällt ja einfach die Wurzel nur weg, ne? Da bleibt einfach nur stehen s Quadrat minus h Quadrat mal h, also s mal h minus h hoch 3, oder? Schauen wir mal nach, hat der Dankfalls auch rausbekommen, dann wird es wohl stimmen. So, und das muss man jetzt da muss man jetzt gucken, ne? Man ist v Strich von h ist gleich Pi Viertel minus 3h Quadrat plus s Quadrat. So, also ist V, wenn das jetzt 0 werden soll, würde ich mal sagen, das ist für H gleich 1 durch dritte Wurzel, 1 durch Wurzel aus 3 mal S der Fall. Das Pi Viertel kratzt ja eh nicht. Das können wir direkt wegkürzeln. Und dann, wenn man jetzt noch wieder einsetzt, kommt also für D mit der Formel hier oben, kommt dann für D raus. Wurzel 2 durch Wurzel 3 mal s. Das s ist halt irgendeine Konstante. Wir hatten ja gesagt, Visierroute konstanter Länge. So, und jetzt sieht man da vielleicht, wenn man Wurzel 2 durch 1 durch dritte Wurzel aus 3, nochmal, wenn man Wurzel 2 durch Wurzel 3 teilt durch 1 durch Wurzel 3, dann steht das im Verhältnis Wurzel 2 zu 1. Und das war genau die Behauptung. So. Was hat jetzt den Dings so überrascht? Mit Erstaunen stellte Kepler nun fest, dass die österreichischen Fässer, also die, mit denen er es zu tun hatte, in sehr guter Näherung mit der optimalen Form übereinstimmten. Da war er zufrieden und merkte bewundernd an, ich möchte fast glauben, dass einst in Österreich ein sehr hervorragender Geometer gelebt hat, der Böttcher jenes lehrte, wenn mich nicht der Umstand davon abbringen würde, dass Spuren dieses sehr schönen Satzes sich nirgends in geometrischen Büchern finden und dass die Art der Konstruktion eines Fasses, soviel ich weiß, am Rhein und in anderen weinbauertreibenden Ländern nicht gebräuchlich ist. Dort werden nämlich nur längere Fässer gebaut. Bla 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 bla. So. Und was auch interessant ist, jetzt schlägt halt wieder die Analysis zu. Jetzt sind natürlich die Fässer nicht genau Zylinder, beziehungsweise die Form hat vielleicht nicht genau gepasst, aber Sie kennen das ja, wenn Sie jetzt an so eine Ableitung denken, an der Extremstelle Ableitung gleich 0. Kleine Veränderungen der Stelle führen dann nur zu sehr, sehr kleinen Veränderungen der Funktionswerte. Das heißt, kleine Abweichungen von dieser optimalen Form wirken sich im Volumen kaum aus. Also noch weniger als die Größe der Abweichung. Das heißt, in der Nähe des Optimums hat man einen gewissen Spielraum immer, wo sich das nicht viel gibt. Und deswegen kann man auch bei leicht unterschiedlich förmigen Weinfässern das dann immer noch mit dieser Visiermethode machen. So, jetzt kommen wir geht's nach Italien, zu Bonaventura Cavalieri, Schüler Galileis und ansonsten mathematischer Autodidakt, wie gar nicht so wenige, die wir später sehen werden. Also irgendwie so, wenn man sich mit Wissenschaft beschäftigen möchte, dann ist zu dieser Zeit immer ganz gut, wenn man mit der Kirche ganz gut stellt sich. Und hier zum Beispiel Mitglied des Jesuitenordens, dann ab 1619 vertretungsweise Professur in Pisa und ab 1629 Professur in Bologna. Bei Newton zum Beispiel auch, der musste, bevor der da Professor werden konnte, musste man damals ein Zölibatsgelübde ablegen. Also, das ging das gar nicht. Und eigentlich hätte der auch quasi kirchlich lehren müssen, hat sich dann aber irgendwie geweigert und ist damit durchgekommen. Der hatte irgendwie so einen Streit mit der offiziellen Lehrmeinung. Der meinte, diese ganze Sache mit der Dreifaltigkeit, das könnte man eigentlich nicht aus der Bibel rausziehen. Das wäre den Christen später mal irgendwie untergejubelt worden. Und das war nicht so populär zu der Zeit. Dann hat er irgendwie eine Dispens bekommen von seinen kirchlichen Verpflichtungen. Aber das war schon Newton. Hier jetzt erstmal Cavalieri. So, nach dem benannt und aus dem Buch Geometrica Indivisibilibus Continuorum stammend das Cavalieri-Prinzip, hier ohne Quellenangabe
aus dem Buch von Thomas Sonar zitiert, in moderner Notation und so, dass man wenig versteht. An sich zwei Prinzipien. Das kollektive Prinzip sind E1 und E2 Ebenenfiguren mit indivisiblen L. Das muss man sich als Linien quasi vorstellen, wenn es um Flächen geht. So folgt für zwei Zahlen Alpha, Beta größer 0 aus, wenn die Summe der Indivisiblen der ersten Figur durch die Summe der Indivisiblen der zweiten Figur das Verhältnis Alpha zu Beta ergibt, dann stehen auch die Flächeninhalte in diesem Verhältnis. Also wenn ich zeigen kann, für zwei Figuren stehen alle Linien, kann ich immer Linien finden, die in einem konstanten Verhältnis Alpha zu Beta stehen, dann gilt das auch für die ganze Figur. Und dann gibt es das distributive Prinzip, das ist uns etwas geläufiger. Ist E eine ebene Figur und R eine räumliche mit zugehörigen Indivisiblen? Das sind im Fall der ebenen Figur Linien und im Fall der räumlichen Figur ebene Flächen. Dann sind zwei ebene Flächen, E1 und E2, flächengleich, wenn gilt, die Summe aller Indivisiblen der ersten Figur ist gleich die Summe der Indivisiblen der zweiten Figur. So, gucken wir uns gleich auch an, was das, wie das ausschaut. Und bei zwei räumlichen Figuren genau dasselbe. Dass da 1 und 2 steht, wichtiger Hinweis, sind übrigens keine Potenzen, sondern das soll einfach nur heißen, die Indivisiblen der ersten Figur und der zweiten Figur ist halt bei dem Sonar genauso drin. So, und das kann er zum Beispiel benutzen, um zu zeigen, dass das Integral von 0 bis 1, also die Fläche unter beliebigen x hoch n Funktionen, immer genau 1 durch n plus 1 ergibt. Das zeigt er damit, das schauen wir uns aber nicht an. Wir gucken mal, wie das heute in Schulbüchern, wo das noch Unterrichtsthema drin ist, also 9. Klasse Realschule in Deutschland, da ist das mal dargestellt. So schreibt man heute in der Regel diesen Satz von Cavalieri. In der Ebene und mit Linien benutzt man das gar nicht, aber man benutzt das in dieser Form. Liegen zwei Körper zwischen zueinander parallelen Ebenen und werden sie in jeder zu E parallelen Ebene so geschnitten, dass gleich große Schnittflächen entstehen, so haben die Körper das gleiche Volumen. Damit kann man zum Beispiel ganz leicht beweisen, dass die geraden Körper, die man ja üblicherweise in Österreich in der Unterstufe nur behandelt, genau dasselbe Volumen haben wie die schiefen Körper. Das wird dann in der Regel von Lehrern, die halt mit Kopf, Herz und Hand arbeiten, mit so einer Packung Spielkarten oder wenn sie Trinker sind, mit einer Packung der entsprechenden Deckel visualisiert, dadurch, dass man diesen Kartenstapel zur Seite kippt. Und dann sagt so, da wird sich ja jetzt das Volumen nicht verändert haben. Aber ne, jetzt muss man sich die natürlich im Prinzip unendlich dünn vorstellen, damit man damit tatsächlich auch an ordentliche Körper drankommt. So, und ein ganz bekannter Beweis, den Sie sich mit viel Zeit und Lust auch mal auf GeoGebra.org dann angucken können, ist dieser, dass man sagt, man kann vergleichen das Volumen einer Halbkugel, wo irgendwie zum Beispiel der Archimedes das mit so einer sehr komplizierten mechanischen Begründung geklärt hat, das Volumen einer Halbkugel mit, wenn man einen Zylinder nimmt, der genauso hoch ist und dieselbe Grundfläche hat wie die Halbkugel und jetzt schneidet man einen Kegel da in der Mitte raus. Dann kann man zeigen, dass in jeder Schnittebene diese blaue Fläche, die innen, also diese von der Halbkugel, genauso groß ist wie die Fläche von diesem Ring, der da außen ist, der entsteht, wenn Sie aus dem Zylinder diesen Kegel herausschneiden. Kann man ganz gleich nachweisen mit den entsprechenden Formeln. Und dann sagt man, okay, die beiden Figuren haben in jeder Schnittebene gleich große Schnittflächen, also haben die auch dasselbe Volumen. Und dann geht das leicht, wenn man schon weiß, was das Volumen von dem Zylinder und was das Volumen von dem Kegel ist, weil dann weiß man, da ist das ja wohl, der eine hat 3/3 Grundfläche mal Höhe, der andere hat 1/3 Grundfläche mal Höhe, also hat dieser Körper, wo das rausgeschnitten ist, 2/3 Grundfläche mal Höhe. Und die, wenn Sie jetzt überlegen, Halbkugel, ne, Grundfläche, Pi r Quadrat, 2/3 stimmt noch nicht ganz, muss man noch die andere Halbkugel dazu nehmen, ist man bei 4/3 eher auch 3, dann hat man es. Ne? So kann man das dann nachweisen.
Und das ist im Prinzip, steht dahinter diese indivisible Methode. Und der Cavalieri hat sich das halt wirklich so gedacht, so, also, naja, die Halbkugel, die ist halt aus so unendlich dünnen Schichten zusammengesetzt. Und ich hatte ja schon mal so aus Scherz erwähnt, dass halt diese indivisiblen Vorstellung hat halt so ein paar Probleme. Das ist dieses, wenn man ein indivisibles Taschentuch hat, dann kann man in einen Koffer unendlich viele Taschentücher reinstecken, weil eins passt sicher immer noch rein. Und irgendwie widerspricht das aber so unserer Vorstellung, wenn man unendliche Dinge aufeinander addiert, die auch noch alle gleich sind, was hier ja ist, und nicht irgendwie immer dünner werden. Wie entsteht sozusagen, also die andere Frage ist, wie entsteht denn eine Linie aus lauter Punkten? Sie sagen, ein Punkt ist, was keine Teilung und keine Ausdehnung hat. Ja, jetzt gebe ich einen zweiten Punkt dazu, hat das immer noch keine Ausdehnung. Gebe ich einen dritten dazu, hat das ja immer noch keine Ausdehnung. Aber trotzdem soll die Gerade aus lauter Punkten bestehen. Da merkt man, dass das irgendwie schwierig ist. Also so kann man sich das im unendlich Kleinen anscheinend eigentlich nicht wirklich gut denken. So, jetzt Pierre de Fermat. Das ist so, heute gibt es ja immer Leute, die zum Beispiel beweisen wollen, dass der Kreis doch quadrierbar ist und so. Und die schreiben dann als Hobby-Mathematiker alle möglichen Fakultäten an. Jetzt könnte man böse sagen, Fermat war auch so einer. Also der hat das nie studiert und nie einen Job als Mathematiker gehabt, war aber ein ganz begabter Freizeitmathematiker, hat eigentlich Zivilrecht studiert, war dann irgendwie erst Anwalt in Bordeaux, dann ist irgendwie sein Vater gestorben, dann hat er sich einen Adelstitel gekauft von dem ganzen Geld, was er da geerbt hat, und dann war er irgendwas im Parlament. Also dieses DE soll nicht heißen, dass er den in Deutschland hat, sondern ab dann hieß er Pierre de Fermat, vorher hieß er nur Pierre Fermat, und stand unter anderem in engem Kontakt mit Mersenne. Sie haben vielleicht schon mal von Mersenne-Zahlen gehört. Hatte irgendwie so einen Disput mit dem Descartes, die haben sich nicht so gerne gemocht. Also der Fermat hat halt wenig von dem gehalten, was der Descartes gemacht hat und umgekehrt, aus irgendeinem Grund. Und stand aber in einem sehr engen Briefwechsel mit dem Blaise Pascal, der in Paris saß. Und aus diesem Briefwechsel ist dann die Stochastik entstanden, wo wir heute aber die Geschichte, weder die Geschichte der Zeugung noch der Geburt uns anhören werden. So, was ist bei dem Fermat verblüffend? Ja, eigentlich ist hier so ein Nukleus dessen, was dann bei Leibniz und Newton passiert, schon drin. Es gibt so eine Arbeit, die heißt Abhandlung über Maxima und Minima. Und da ist unter anderem das folgende Problem beschrieben, was schon auf Apollonius von Perge, also dem mit den Kegelschnitten, zurückgeht. Die Strecke AC sei in E so zu teilen, dass AE mal EC ein Maximum sei. Ein bisschen scharf nachdenkt, stellt man dann fest, das ist einfach wieder nur die Frage unter allen Rechtecken, welches hat den größten Flächeninhalt. Wenn Sie jetzt das EC mal so um 90 Grad nach oben drehen dann sich fragen, was da der Flächeninhalt ist, dann haben Sie ja ein Rechteck. Und jetzt ist die Frage, wie muss ich, wenn ich konstanten Umfang habe, wie muss ich die Seiten vom Rechteck wählen, sodass der Flächeninhalt möglichst groß wird? Da wissen wahrscheinlich viele von Ihnen, dass das Quadrat ist. Ja. Jetzt, wie kommt der da drauf? Der Fermat, der macht das so, wir setzen die Strecke AC, nennen wir mal B, also das Gesamte. Eines der Segmente soll A sein, dann ist das andere B minus A. Soweit logisch. Und das Produkt dessen ist dann natürlich A mal B minus A, also B A minus A Quadrat. Sei jetzt AE das erste Segment von B und das zweite wird dann B minus A minus E. So, was macht der? Der wackelt jetzt so ein Stück und sagt, okay, ich verändere das um ein kleines e. Nun, dann ist das erste A plus E und das zweite ist B minus A minus E. Und das Produkt der Segmente ergibt dann eben BA minus A Quadrat plus BE minus 2AE minus E Quadrat. Das ist quasi einfach nur in die obere Gleichung statt A immer A plus E eingesetzt. Es muss dem Vorangegangenen gleichkommen. So, was ist da die Idee? Wie kommt er eigentlich auf die Idee, dass das dem Vorangegangenen gleichkommt? Der denkt sich dieses E als eine kleine, also das steht da nicht, aber so interpretiert man das, der denkt sich das als eine kleine Abweichung. Der sagt, wenn ich so ein bisschen das ändere, hat das eigentlich keinen Effekt auf den Flächeninhalt. Wieder mit der Intuition,
In der Nähe von dem Maximum wirken sich kleine Änderungen so gut wie gar nicht auf den Wert des Ergebnisses aus. So, also er sagt jetzt, das kommt dem gleich. Genau dasselbe Prinzip sehen wir nachher noch fünfmal. Also unterdrücken wir jetzt alle gemeinsamen Terme. Das heißt, der kürzt in dieser ersten Gleichung ba minus a Quadrat plus be minus 2ae minus e Quadrat, schmeißt er halt ba und minus a Quadrat einfach raus, bleibt über be minus 2ae minus e Quadrat. So, und da schreibt er noch ein bisschen anders hin. Also, und hier ist jetzt nur noch ein ungefähr gleich, weil die ja nicht wirklich gleich waren, die beiden, sondern nur ungefähr gleich. Be muss also ungefähr gleich sein wie 2ae plus e Quadrat. So, jetzt sagt er, okay, da kann ich mal das e kürzen. Und jetzt kommt halt dieses, wo dann lange Zeit drüber gestritten wird. Um das kürzen zu dürfen, muss ich natürlich voraussetzen, dass das e ungleich 0 ist. Nun, sonst dürfte ich ja eigentlich nicht kürzen. Also wird dadurch gekürzt, dann bleibt b ungefähr gleich 2a plus e über. Und jetzt wird das e unterdrückt. Und die Idee ist jetzt natürlich, naja, das e ist zwar nicht ganz 0, aber das ist ja so ungefähr 0, also darf man das auch weglassen. Und das ist quasi diese ganze Unsicherheit, die sich über die Geschichte der Analysis trägt und wo dann auch der Barclay rumgemotzt hat, dass er gesagt hat, naja, ihr macht euch das immer so, wie ihr es gerade gut findet. Solange das für euch praktisch ist, anzunehmen, das e ist nicht 0, sagt ihr, das e ist nicht 0 und man darf dadurch dividieren und so weiter. Und solange ihr sagt, ach, das ist aber fast 0, lasst ihr es dann einfach weg. Das ist keine ordentliche Mathematik. So, aber der Witz ist, es funktioniert halt trotzdem, ja. Das ist zwar irgendwie, steht auf sehr tönernen Füßen argumentativ, aber es funktioniert. Und das hat sozusagen auch den Erfolg der Methode ausgemacht. Und dann kam die Frage, da die theoretischen Grundlagen abzusichern. Da hat man sich da mal so 150 Jahre Zeit gelassen und hat aber vorher schon ganz viel mit den Dingen gerechnet. So, und hier ist das quasi schon im Nukleus vorhanden. Dasselbe kann man auch für die Tangenten an Kurven benutzen, wo man dann auch wieder sagt, so jetzt, wie ist das hier gemacht? Das will ich gar nicht im Einzelnen erzählen. Das kann man sich dann auch zu Hause mal durchlesen auf der nächsten Folie. Hier macht man die Tangente an die Parabel. Und die Behauptung ist, wenn man das so macht, dann schneidet die das in den Punkt E so, dass das Verhältnis CD genau DE ist. Also DE zu CD zu DE ist gleich 1. Ist die Behauptung, beziehungsweise CD zu CE ist gleich 2. So, das ist die Behauptung, die er da zeigen will. Und jetzt wird das wieder so gemacht, dass man sagt, okay, wir betrachten jetzt noch einen anderen Punkt I, der liegt hier auf der Tangente. Ja, und das ist hier auch wieder so, dass der Unterschied CI ist eigentlich vernachlässigbar. Also er wird dann irgendwann, er nimmt wieder den Unterschied hier CI, nennt er E. Und dann sagt er, ach, das ist ja eigentlich auch wieder fast 0. Und kommt dann tatsächlich mit der Methode auch zu dem Ergebnis, dass A gleich 2D ist. Also dass hier genau diese Strecke CE doppelt so lang ist wie CD. Und wenn man Lust hat, kann man das auch mal mit ganz normaler Ableitung ausrechnen. Und mit in die Tangente einsetzen. Und dann kommt man auch darauf, dass wenn man an eine Parabel eine Tangente zeichnet, dann tatsächlich hier das E immer genau der negative, wenn man eine Parabel nimmt, die durch den Nullpunkt läuft, ist das E hier immer genau der negative Funktionswert. Das Verhältnis tatsächlich immer 2 zu 1. Kann man ja ganz leicht auch nachweisen. Möchte ich jetzt nicht machen, weil es nicht so super spannend ist und wir ja alle pünktlich in die Weihnachtsferien wollen. So, gut. Dann Isaac Barrow, ja. Studium am Peterhouse College in Cambridge. Dann war er zwischendurch auch noch mal in Paris, in Italien und in der Türkei, ist viel rumgekommen. Der hat zunächst nur eine Professur für Griechisch abbekommen am Trinity College in Cambridge, obwohl er eigentlich ganz gerne den Lehrstuhl für Mathematik gehabt hätte. Ist dann erstmal Professor für Mathematik am Gresham College geworden. Dann wird ja da die Royal Society irgendwann gegründet. Ich wollte gerade mal nachgucken, wann das war. 1662, also ein Jahr vorher, wird diese Royal Society in England gegründet. Da entstehen so diese ganzen wissenschaftlichen Fachgesellschaften und so. Und das ist eine der ersten und bekanntesten, wo dann auch der Newton und der Leibniz-Spalter Fellows waren.
So, und dann hier 1669 übergibt er dann schon seinen Lehrstuhl an seinen Schüler Isaac Newton, wenn man das nicht abgeschnitten hätte auf der Seite. Da ist irgendwie ein unabsichtlicher Umbruch drin. Ja, wie sieht das mit der Ableitung bei Barrow aus? Da gibt es diese Lectiones Geometricae, wo das drin veröffentlicht ist, aber die Vorstellung ist älter und über die hat er halt auch mit dem Newton geredet. Ich glaube, ich bin viel zu schnell heute. Hat er mit dem Newton geredet? Also infinitesimale Größen. Der stellt sich das Kontinuum beliebig teilbar vor. Deswegen steht da infinitesimal. Also der sagt jetzt, man kann das beliebig teilen, kleiner als jede Größe. So, und dann jetzt kann man mal trotzdem so denken, dass quasi ich mir die Zeit vorstelle aus Timelets oder Kurven aus Linelets. Das sind quasi unendlich kleine geraden Stücke. Die kann ich aber so kurz machen wie möglich. Da gibt es nicht irgendwann Atome oder so. Also keine indivisiblen Vorstellungen wie beim Cavalieri. So. Gut. So, und jetzt betrachtet er zwei infinitesimal benachbarte Punkte. Schwere Worte sind das. So. Und jetzt haben wir wieder den Mist, dass wir immer an Kurven denken müssen. Ist aber nicht so schwer. Also Sie können ja aus jeder Funktion y gleich f von x, die Sie so kennen, einfach dadurch, dass Sie das f von x auf dieselbe Seite schreiben wie das y, dann steht auf der anderen Seite eine 0, dann haben Sie eine implizite Funktion da stehen. So. Und bei Kurven fällt halt noch mehr drunter. Zum Beispiel können Sie auch schreiben, x² plus y² minus r² ist gleich 0. Wie nennt man das üblicherweise? Ein Kreis, ne? X² plus y² ist gleich r² wäre ein Kreis, schreiben Sie das auf die andere Seite. Oder bei den ganzen Kegelschnitten. Und da gibt es auch noch das Descartesche Blatt und so. Da kommen dann noch Potenzen von 3 dazu. Also das ist aber nicht viel anders. Wir können jetzt immer unsere Funktionen da auch drunter denken. So, und jetzt sagt er, für zwei infinitesimal benachbarte Punkte muss wieder gelten, dass die Kurvenpunkte, die sind ja unendlich nah beieinander. Also ist im Wesentlichen ist das sozusagen gleich. Also f von x plus e plus y plus a gleich 0. Und alle auftretenden, die da irgendwie auftretenden, e hoch n und a hoch n, wo das n größer als 1 ist, werden zu 0, sagt er jetzt. Also wenn das e noch in einfacher Potenz darstellt, dann ist das unendlich klein. Aber wenn ich das dann noch quadriere oder sogar hoch 3 nehme, dann ist das ja unendlich mal unendlich klein. Also dann kann ich es aber auf jeden Fall weglassen und sagen, das ist eigentlich 0. Und damit kann man jetzt schon sehr erfolgreich differenzieren. Ich hab jetzt immer für uns ganz einfache Beispiele genommen. Also so x² und x hoch 3, wo wir selber schon wissen, wie man da die Ableitung bestimmt, weil man erkennt das Prinzip daran eigentlich genauso. So, also wir schreiben jetzt einfach hin, die Normalparabel wäre in impliziter Darstellung y minus x² ist gleich 0. Also die Normalparabel, die andere wäre halt aber ist ja egal. So, was macht man jetzt? Jetzt sagt man, y geht über in y plus a und x geht über in x plus e. Jetzt kann ich da die Klammern auflösen, zumindest dann, wenn ich hier noch ein Quadrat, na, da brauche ich kein Quadrat, wenn ich hier hinten weiß, dass da, wie das mit Binomen und so funktioniert. Man merkt dann auch, für die Polynomfunktion braucht man dann den binomischen Leersatz irgendwann. Und da war ja Newton auch groß dabei beim binomischen Leersatz, was auch nicht verblüfft. Man braucht halt dann auch nicht nur den binomischen Leersatz, sondern auch Sachen zur Binomialreihe und so, wenn man das auch für gebrochene Potenzen haben will. Das hat unter anderem auch noch der Newton gemacht. Aber bleiben wir mal hier. So, jetzt habe ich das hier stehen. Jetzt sage ich wieder, gemeinsame Terme kann ich unterdrücken. Es ist ja sowohl y minus x² gleich 0, als auch diese Wackelgeschichte hier ist gleich 0. So, und dann bleibt da übrig a minus 2ex mal a minus 2 mal e mal x plus das e². Und jetzt komme ich halt daher und sage, naja, e Quadrat interessiert mich nicht besonders. Wenn das e schon infinitesimal klein ist, dann ist das e Quadrat aber erst recht infinitesimal klein. Das machen wir mal direkt weg. So, und jetzt schreibe ich das einfach auf die andere Seite und dann steht da, das Verhältnis von a zu e ist 2 mal x. Und wenn Sie jetzt nochmal in das Bild gucken, das Verhältnis von a zu e ist ja genau das Steigungsdreieck von dieser Tangente. Also ist das genau die Ableitung. Die Ableitung ist also 2 mal x an der Stelle x.
So kann man das machen. Einfach die Sachen einsetzen, gemeinsame Terme unterdrücken, gegebenenfalls notfalls nochmal durch irgendwie A's oder E's teilen, wenn die in allen Dingen auftauchen und dann alle höheren Potenzen von E streichen. Das ist die erste Sache, die Sie sich merken müssen. Das kann als Klausuraufgabe vorkommen, dass ich Ihnen sage, also hier ist das kartesische Blatt. Nein, ich nehme hier eine andere leichte Funktion und sage, differenzieren Sie das mal so wie Barrow. So. Jetzt der Hauptsatz im Embryonalstadium hat irgendein englischer Mathematikhistoriker geschrieben. Den findet Barrow durch folgenden Trick. Oder also vermutet ihn, muss man eigentlich sagen. So ganz ist das noch nicht der Hauptsatz. Der macht das so. Also Sie müssen sich jetzt mal unten vorstellen, auch wenn das nach unten geschrieben ist, an sich ist das, was da unten abgebildet ist mit y gleich f von x, das ist eigentlich für den Barrow ist das eine monoton wachsende Funktion. Also man darf da nur den, quasi nur den Betrag ernst nehmen und nicht, dass das unterhalb der Achse liegt. So, und jetzt sagt der oben drüber, hätte ich jetzt mal gerne gemalt, eine Funktion, die soll angeben die Fläche, die zwischen f und der Achse ist. Und jetzt suche ich mir einen Punkt t hier auf der Achse, so dass für die x0-Koordinate gerade stimmt, dass das Verhältnis df zu de, also das Verhältnis Funktionswert zu Fläche unter der Funktion, genauso groß ist wie der Wert von x0. Das Verhältnis genauso groß ist wie x0. So, der wird hier eingezeichnet. So, und jetzt behauptet er, diese Gerade, die dabei entsteht, die ist dann eine Tangente an die Kurve, an diese Flächeninhaltskurve. So, das macht er so, dass er zunächst mal zeigt, was eigentlich ihre Steigung ist. Und wenn man sich das anschaut, also df, df ist ja genau der Wert der Fläche, wenn das jetzt wieder infinitesimal nah beieinander ist. Und dt, ja, ist, na, warum ist dt, das war ja hier oben definiert als Fläche durch Funktionswert und da kommt aber selber wieder der Funktionswert raus. Das heißt, die Tangente an die Flächenfunktion hat genau die Steigung, wie der Funktionswert ist. Das nennen Sie, glaube ich, normalerweise den Hauptsatz. Also sagt das dann noch ein bisschen anders, aber das ist eine mögliche Formulierung des Hauptsatzes der Differential- und Integralrechnung. Und der wird hier quasi geometrisch hergeleitet. So, jetzt Isaac Newton, ja, Studium an Trinity College in Cambridge, dann Fellowship, schon relativ jung, dann 1678 bis 1684, finde ich gut, Phase der Isolation und des Zweifels. Da haben ihm mal ein paar Leute haben ihm böse Sachen geschrieben zu Dingen und gesagt, ah, das glauben wir nicht so wichtig. Und dann ist er, dann hat er sich so ganz zurückgezogen und nur so rumgebrütet und quasi gar nichts mehr publiziert. Dann, um den irgendwie den Mann nicht verarmen zu lassen, ist der Chefbeamter der britischen Münze geworden. Ab 1703 wird er Präsident der Royal Society und dann 1715 auch zu Britta geschlagen, deswegen Sir Isaac Newton. Der hat schon früh dann auch Briefwechsel mit dem Leibniz gehabt, aber dann gibt es ja den sogenannten Prioritätsstreit. Also wer hat eigentlich die Analysis erfunden? So, der Leibniz oder der Newton, also oder den Kalkül, wie das ja auch genannt wird. Bei Leibniz heißt das der Kalkül und Sie wissen ja auch, dass im Englischen das auch weiterhin Calculus heißt oder zumindest ein Teil der Analysis Infinitorum heißt Calculus. So, und da haben die sich auch übel mitgespielt. Der Leibniz, das steht dann später auf der Leibniz-Seite, ist dann irgendwie auch des Plagiats bezichtigt und verurteilt worden und so. Ja, und es war natürlich auch ein Streit zwischen irgendwie den dahinterstehenden Nationen und so, kommt da auch noch dazu. Man geht allerdings eher davon aus, dass die tatsächlich im Wesentlichen unabhängig voneinander zur selben Erfindung gekommen sind, obwohl man ja gerne sagt, dass zwei Leute ähnliche Erfindungen in ungefähr demselben Zeitraum machen, ist halt
nicht so super wahrscheinlich, aber hier gibt es irgendwie, es ist dann doch, es gibt zwar Ähnlichkeiten, aber auch gewaltige Unterschiede in der Art, wie das bei Leibniz und Newton gedacht wird. So, bei Newton ist das sehr stark aus Bewegungen gedacht. Da hat man auch wieder dieses, erstmal redet der nicht über Funktionen, sondern über Kurven, also wieder dieses f von xy gleich 0. Und das wird quasi erzeugt durch die Bewegung eines Punktes oder wenn Sie sich's geometrischer vorstellen wollen, es bewegt sich eigentlich nicht der Punkt, sondern Sie schieben halt eine in x-Richtung, schieben Sie eine Parallele und in y-Richtung schieben Sie eine Parallele und den Schnittpunkt beobachten Sie. Und die Geschwindigkeiten, mit denen Sie diese Geraden bewegen, die nennt der Newton Fluxionen. Also die momentanen Geschwindigkeiten, Sie denken an die lokale Änderungsrate, die heißen halt Fluxionen und die werden mit so einem Punkt über dem X oder Y geschrieben, was sich in der Physik hartnäckig hält als Zeichen für Ableitung nach der Zeit. Sich ansonsten aber nicht durchgesetzt hat als Schreibweise, sondern die dx, dy-Schreibweise, die auf Leibniz zurückgeht, hat sich halt durchgesetzt. Also in moderner Notation schaut er sich also an f von x t y t und betrachtet diese partiellen Ableitungen dx t und dy t. So, und jetzt kommt wieder die Idee, die halt erlaubt, da Vereinfachung zu machen. Im unendlich Kleinen verhält sich jede Bewegung wie eine gleichförmige Bewegung. Also im Unendlichen ist eigentlich alles gerade. Also haben Sie eigentlich dieselbe Vorstellung im Prinzip wie beim Barrow. Die Kurve ist aus unendlich kleinen geraden Stücken zusammengesetzt. Oder die Bewegung in ganz kleinen Zeiteinheiten ist letzten Endes eine lineare. So, und jetzt betrachtet er die in unendlich kleinen Zeitintervallen, die nennt er auch Momente. Oh. So, also betrachten wir jetzt mal, wir sind schon älter geworden, wir nehmen jetzt nicht die Normalparabel, sondern y gleich x hoch 3, also die Kurve f von xy ist gleich y minus x hoch 3 gleich 0. Und ersetzen jetzt wieder x durch x plus x0 und y durch y. X plus X Fluxion, ja, mal O ist halt dieser Moment plus und Y plus Fluxion von Y mal Moment O. So, und jetzt sagen wir, da ergibt sich dann Y plus YO minus X plus YO hoch 3. Jetzt wird das wieder aufgelöst. Nun ist nach Voraussetzung y minus x hoch 3 ja auch gleich 0. Das kann man also streichen. Und die verbleibenden Terme werden durch das Moment dividiert. Ja, da kommt wieder die Stelle, wo man sagen darf, wäre ganz gut, wenn das Moment noch nicht 0 ist. Bleibt das hier übrig. Wenn da steht OO, also der hat halt die Potenzen nur geschrieben, wenn es sich gar nicht mehr ausgegangen ist. Aber da vorausgesetzt war, dass O unendlich klein ist, werden die Terme, die damit multipliziert sind, nichts sein in Anbetracht des Restes. Deswegen verschmähe ich sie. Und es bleibt Y-Fluxion minus 3x² mal X-Fluxion ist gleich 0. Und das kann man wieder umformen zu Y-Fluxion durch X-Fluxion ist gleich 3x². Und das wäre ja auch genau die Ableitung, wie Sie die kennen. Im Grunde genommen nicht viel anders als bei Fermat, nur diesmal viel mehr Begründung dahinter, nämlich dass der sich das denkt mit diesen momentan fließenden Größen und so. Solche Erklärungen gibt es beim Fermat eben gar nicht. Da gibt es quasi nur die Regel. So, was gibt es auch schon bei Newton? Den Hauptsatz. Also nehmen wir mal an, das, was Sie die Ableitung nennen, also das Verhältnis y-Fluxion durch x-Fluxion ist gleich q, sei bekannt. So, jetzt malen wir das als so eine Kurve auf und jetzt interessieren wir uns für die Fläche, die unter dieser Kurve entsteht. Und dann sagt der Dings wieder, naja, das ist ja quasi so, als schiebe ich da so eine Linie bc, die sich jetzt in der Länge verändert. Das hätte ich eigentlich mal mit GeoGebra machen sollen. Ja, das schiebt man hier jetzt so seitlich rüber, ne?
Und wenn sich jetzt das X hier, also wenn ich sage, ich bewege mich hier mit dem X mit einer Geschwindigkeit von 1, dann kommt mit jedem Moment, kommt sozusagen ja dann genau so eine Y-Linie dazu. Also ist die Summe über alle diese Qs ergibt das Y. Oder wenn Sie das modern hinschreiben, mit Leibnizscher Notation, das Integral über die Ableitung, also dy dx mal dx, ist genau dx kürzt sich raus, das Integral über dy und das ist genau y im Intervall von, also eigentlich yb minus ya, müsste man ja dann hinten schreiben, wenn man die Grenzen noch dran schreibt. Ja, und die Idee hat er auch hier, argumentiert das ja wieder mit so einem unendlich kleinen Rechteck, was da oben entsteht, was genau die Fläche y hat, wenn sich das Ding hier mit der Geschwindigkeit 1 bewegt. So, was schreibt denn der Newton so zum Infinitesimalen? Also wenn ich in der Folge Größen als aus kleinen Teilen bestehend betrachten oder statt gerader unendlich kleine, krumme Linien annehmen sollte, so wünsche ich, dass man darunter nicht unteilbare, sondern verschwindend kleine teilbare, nicht Summen und Verhältnisse bestimmter Teile, sondern die Grenzen der Summen und Verhältnisse verstehen möge. Jene letzten Verhältnisse, mit denen die Größen verschwinden, also wo aus dem unendlich Kleinen dann tatsächlich Null wird, sind in der Wirklichkeit nicht die Verhältnisse der letzten Größen, sondern die Grenzen, denen die Verhältnisse fortwährend abnehmender Größen sich beständig nähern und denen sie näher kommen, als jeder angebbare Unterschied beträgt, welche sie jedoch niemals überschreiten und nicht früher erreichen können, als bis die Größen u ins Unendliche verkleinert sind. Das u ist ein Tippfehler. So, das kommt allerdings dann der Grenzwertvorstellung, die wir heute haben, schon verdammt nahe. Man sagt so, der Unterschied zu diesem tatsächlichen Verhältnis wird im Endlichen kleiner als jede vorgegebene Größe. Und deswegen sagen wir, im Unendlichen ist er genauso. Das ist ja genau die moderne Grenzwertvorstellung. Und Sie können ein Folgenglied angeben, in dem das sicher in einer beliebig kleinen Umgebung um den Grenzwert liegt. Dann sagen Sie, das ist dann auch der Grenzwert. Wenn das für eine Zahl geht, dass Sie zu jeder noch so kleinen Umgebung ein Folgenglied im Endlichen, was dann ja immer ein endliches Folgenglied, wenn was da drin liegt, dann sagen Sie, im Unendlichen ist das dann eigentlich der Wert. Und die Vorstellung ist hier im Prinzip an der Stelle auch schon angelegt. So, jetzt Leibniz. Studium ab 1661. Studium 1661 an der Universität Leipzig. Ja, 1666 promoviert, da haben die meisten von uns ihr Studium eher noch nicht abgeschlossen. In Philosophie und dann in Rechtswissenschaften. Was ganz lustig ist für die Promotion in Rechtswissenschaften, musste der dann irgendwie woanders hingehen, weil die in Leipzig gesagt haben, ah, der ist noch zu jung, der kann hier noch nicht promovieren. Den Philosophen war das egal. Also, aber die Rechtswissenschaftler haben gesagt, der nimmt ja keiner ernst. Also der darf hier noch nicht promovieren. So, dann ab 1673, auch noch nicht wirklich alt, wird er dann externes Mitglied der Royal Society in England. Eine große Ehre. Ja, und gründet 1700, ist Mitbegründer der Berliner Akademie der Wissenschaften. Und da flammt dann auch so langsam dieser Prioritätsstreit mit dem Newton auf. Und 1712 wird er dann von der Royal Society verurteilt als Plagiator und stirbt in Gram 1716 in Hannover. Hat zwischendurch relativ viel gearbeitet für die Hannoveraner. Das habe ich scheinbar irgendwann rausgestrichen, weil es vom Platz nicht mehr geklappt hat, mechanische Probleme des Bergbaus und sowas. Da hat er auch relativ viel gemacht. So, bekannt auf jeden Fall für unendliche Reihen. Sie haben ja vielleicht auch mal das Leibniz-Kriterium für die Konvergenz einer Reihe lernen müssen. Ja, das stammt auch wirklich von dem Leibniz, deswegen heißt das so. Aber wir gucken uns jetzt was anderes an. Die unendliche Summe der Kehrwerte der Dreieckszahlen. Dreieckszahlen hatten wir, glaube ich, schon mal bei den Griechen. Das ist genau die Summe der ersten n natürlichen Zahlen. Die heißt halt Dreieckszahlen, weil wenn man das so hinmalt, 1 plus 2, dann entsteht ein Dreieck. Malt man 3 daneben, entsteht auch wieder ein Dreieck. Mal 4 daneben, entsteht auch wieder ein schönes Dreieck und so weiter. So, und wenn man jetzt die Kehrwerte dieser Dreieckszahlen nimmt
und die unendlich aufsummiert, da ist die Frage, was da rauskommt. Das war ein Problem, das dem Leibniz gestellt worden ist und das der gelöst hat durch einen genialen Trick. Nämlich, der hat jedes Glied, hat erkannt, dass jedes Glied die Form 2 durch n mal n plus 1 hat. Auf die Idee wären sie auch noch gekommen, weil wenn sie das umdrehen, ist das der erste Induktionsbeweis, den ihnen jeder zeigt, nämlich dass die Summe der ersten n natürlichen Zahlen n mal n plus 1 halbe ist. Und die Kehrwerte sind dann halt genau der Kehrwert davon. So, das passt. Und jetzt muss man noch jetzt kommt eigentlich die geniale Idee, dass man das umschreibt als Differenz. Das ist verdammt clever. 2 durch n minus 2 durch n plus 1. So mal eben kurz im Kopf checken, ne, ob das auch stimmt. Wenn Sie 2 durch n mit n plus 1 erweitern, dann steht oben 2 mal n plus 2. Und das hinten das 2 müssen Sie ja mit n erweitern, steht also minus 2n. Fällt das 2n genau weg, bleibt im Nenner 2 stehen. Das heißt, es stimmt, die Gleichung. Das war jetzt erzählte Mathematik. So, und jetzt kann ich jedes Folgenglied durch sowas ersetzen. Und das ist irgendwie witzig, weil wenn man sich das jetzt genau anschaut, da steht da 2 durch 1 minus 2 durch 2 plus 2 durch 2 minus 2 durch 3 plus 2. Also so, und die mittleren Glieder fallen immer genau weg. Also hier kommt, das geht jetzt hier weiter mit plus 2 Drittel, minus 2 Viertel und so weiter. Das fällt alles weg bei jeder Partialsumme, außer die beiden äußeren. Das heißt, jede Partialsumme, egal wie weit ich da gehe, ist 2 minus 2 durch n plus 1. So, und jetzt braucht man noch die Intuition, dass 2 durch n plus 1 für großes n ziemlich 0 wird. Dann kann man sagen, okay, der Wert der unendlichen Reihe ist 2. So. Und jetzt, das kann man sich nochmal allgemeiner überlegen, was man da eigentlich gemacht hat. Wenn Sie eine bestimmte unendliche Reihe gegeben haben und Sie können jeden Wert der zugehörigen Folge als Differenz benachbarter Glieder einer anderen Folge schreiben, dann gilt für die Partialsumme immer, dass das einfach das erste Folgenglied minus das letzte Partialsummenfolgenglied ist. Und wenn dann auch noch diese Folge, die Sie da gefunden haben, eine Nullfolge ist, dann konvergiert das auch einfach gegen das erste Folgenglied dieser Folge, die Sie gefunden haben. Um mal zu zeigen, dass das tatsächlich ein allgemeines Prinzip ist, hier ist das mal für die geometrische Reihe gemacht. Wenn Sie die geometrische Reihe haben, 1/2 plus 1/4 plus 1/8 plus 1 durch 2n plus und dann immer noch so weiter bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag, dann können Sie das auch umschreiben, weil das Witzige ist ja, wenn Sie nehmen 1/2 minus 1/4 ist ja auch wieder ein Viertel, 1/4 minus 1/8 ist ja auch wieder ein Achtel. Das heißt, da steht einfach dieselbe Folge nochmal verrutscht um 1 da. Also können Sie tatsächlich jedes Folgenglied schreiben als 1 durch 2 hoch n minus 1 minus 1 durch 2 hoch n. Also schreiben Sie oben die Folge um als 1 durch 1. Ja, müssen 1 zurück, ne? 1/2 können Sie schreiben als 1 minus 1/2. 2 hoch n minus 1 ist 2 hoch 0. In dem Fall 1 durch 1 minus 1 durch 2 plus 1 durch 2 minus 1 durch 4 plus 1 durch 4 minus 1 durch 8 und immer so weiter. Können Sie auch wieder sagen, naja, in der Mitte kürzt sich wunderbar alles raus. Bleibt nur das erste und das letzte Folgenglied stehen. 1 durch 2 hoch n sieht auch ziemlich aus wie eine Nullfolge, wenn man da das n möglichst groß macht. Also kommt 1 raus, stimmt. Ist tatsächlich auch ein allgemeines Prinzip, was man benutzen kann. Ist halt nicht immer so leicht, das so umzuschreiben als so eine Differenz. Aber das hat halt den Leibniz irgendwie neugierig gemacht auf Differenzfolgen. Und jetzt kommt quasi der Hauptsatz im Diskreten. Führte Leibniz zur Beschäftigung mit Differenzfolgen und der Idee, dass vielleicht sowas wie Differenz nehmen und aufsummieren könnte sich irgendwie gegenseitig aufheben und das könnte ja dann im stetigen Fall bei Ableitung und Integral unter Umständen dasselbe sein. Also, Sie nehmen hier eine Folge, zum Beispiel n Quadrat oder die Folge n hoch 3 und jetzt schauen Sie sich mal an, was sind eigentlich die Differenzen benachbarter Folgenglieder. So, bei n Quadrat, ne, wenn Sie ein bisschen scharf überlegen, das ist ja immer binomische Formel, also und dann die Quadrattherme, also der n-Quadrat-Term fällt aber weg, bleibt also 2n plus 1 übrig. Oder bei der Differenzfolge der Kubikzahlen bleibt übrig 3n-Quadrat plus 3n plus 1.
So, und jetzt kann man auch umgekehrt fragen. Sagen wir mal, Sie suchen eine Folge, bei deren Differenzen genau n Quadrat rauskommt. Ja, dann sagen Sie, okay, nach dem, was ich schon so über Differenzfolgen weiß, muss das wohl irgendeine Kubikfolge sein. Ich sag mal, da muss irgendwas stehen mit r mal n hoch 3 plus s mal n Quadrat plus t mal n. Dann naheliegend, das so zu denken. So, jetzt weiß ich schon, okay, von n hoch 3 sind die Differenzfolgen so, von n Quadrat sind die Differenzfolgen so, und wenn sie n haben, dann ist die Differenzfolge einfach 1. Und wenn Sie die natürlichen Zahlen immer weiter zählen, kommt immer 1 dazu. Und jetzt können Sie das auflösen und dann kriegen Sie die Faktoren raus. Dann sagt er, aha, und jetzt sieht man da diese Inversität, die da irgendwie drin steckt. Und das war so ein Anlass dafür zu überlegen, ob nicht das bei Ableitung und Integral dasselbe ist. So, wie sieht die Differentiation bei Leibniz aus? Da kommt das charakteristische Dreieck vorhin. Also der Trick ist immer, was uns ja so ein bisschen stört. Witzig ist in der Abbildung, dass das da von den Größenverhältnissen ganz falsch gezeichnet ist. Oder ich glaube, das hat dieser Herr Spalt sogar absichtlich so gemacht. Also erstmal, was er macht, das hätte man nicht unbedingt machen müssen. Bei Leibniz ist halt die unabhängige Variable nach oben. Also die x gehen hoch und die y gehen zur Seite weg. Da sieht man, y sei gegeben irgendeine Parabel, y gleich x² durch a, und die biegt jetzt halt falsch weg, als wir uns das denken. Da sollen wir uns jetzt mal nicht dran stören. Jetzt verändere ich x zu x plus dx. Das dx ist dieses Differential. Und das y zu dy, das ist auch wieder so ein kleines Stückchen. Ja, und dann entsteht halt x² plus 2 mal dx, dx² durch a. Jetzt ziehe ich davon y gleich x² durch a ab. Ja. Dann bleibt übrig, dy zu dx ist gleich 2x plus dx durch a. So, jetzt würde man natürlich gerne sagen, dieses dx verschwindet ja dann. Ja, und dann steht da 2x durch a. Andererseits hat man aber vielleicht ein nicht so gutes Gefühl dabei, dass man dann ja eine Null in den Nenner kriegt auf der linken Seite der Gleichung. So, also das ist jetzt quasi das Dilemma, in dem der Leibniz steckt. Auf der rechten Seite käme es ihm ganz gut, wenn das dx 0 wäre. Und auf der rechten, linken Seite käme ihm das aber nicht so gut. Und der Ausweg, und das hat er sich von... Er malt einfach ein Dreieck hin, was nicht verschwindet. Also dieses Dreieck hier, um das es ihm ja eigentlich geht, das Steigungsdreieck dx, dy, da will er ja jetzt sagen, wenn das dx x beliebig klein wird und irgendwann verschwindet, dann hat das halt als Steigung genau 2x durch a. So, und jetzt malt er ein anderes Dreieck dazu, was nicht verschwindet. Und das nennt man das charakteristische Dreieck. Das ist dieses Dreieck ax1, y1. Das ist ähnlich zu diesem oberen Dreieck, weil man zeigen kann, dass alle Winkel gleich sind, aber das verschwindet nicht. Selbst wenn der Punkt da immer weiter auf der Kurve geht, das Dreieck bleibt da. Jetzt argumentiert Leibniz mit dem, was man das Kontinuitätsgesetz nennt, nämlich, wenn irgendein stetiger Übergang in einer gewissen Grenze endet, soll es erlaubt sein, ein gemeinsames Denkgesetz zu begründen, in dem die letzte Grenze mit umfasst werden soll. So, jetzt betrachten wir das Hilfsdreieck. Das Hilfsdreieck entsteht durch die Verlängerung der Seite y2, y1 bis zum Punkt t auf der Achse ax2. Das Hilfsdreieck tx1, y1 hat dieselben Winkel wie das Differentialdreieck, ist ihm also ähnlich. Jetzt wird der Punkt y2 auf der krummen Linie, in unserem Beispiel auf der Parabel, auf den Punkt y1 zubewegt. Was geschieht? Der Punkt t wandert auf der Abszissenachse ax2 hin oder her, während die Seite x1, y1 fest bleibt. Aber immer bleiben das Differentialdreieck und Hilfsdreieck einander ähnlich. Falls das letzte kein Dreieck bleibt, muss man neu überlegen. Wenn jetzt der Punkt y2 mit dem Punkt y1 zusammenfällt,
dann liegt genau jene Situation vor, die durch dieses Kontinuitätsgesetz beschrieben ist. Das Hilfsdreieck überlebt gewissermaßen den Zusammenfall von Y2 mit Y1, denn da seine Seite X1, Y1 unveränderlich ist, verschwendet es nicht, sondern bleibt erhalten. Dieses Hilfsdreieck TX1, Y1 stellt also das gemeinsame Prinzip dar, dass sowohl das kleiner werdende Differentialdreieck als auch dessen Verschwinden im Sinne von diesem Kontinuitätsprinzip mit erfasst. Jetzt sind aber beide Dreiecke ähnlich, also gilt dy2 geteilt durch y1d ist dasselbe wie dy durch dx. Das war nach Definition so. Und das ist wieder gleich x1, y1 durch tx1. Leibniz weiß jetzt schon, dass dy dx gleich 2x plus dx durch a. Jetzt sagt er insgesamt, aha, also ist auch das Verhältnis in diesem letzten charakteristischen Dreieck, was erhalten bleibt, wenn dy und dx, dieses Differentialdreieck verschwindet, immer noch 2x plus das nun verschwundene dx durch a, also 2x durch a. Und damit hat er dann die Ableitung bestimmt. So, wie ist das bei Leibniz mit der Vorstellung zum Infinitesimalen? Das ist so ein bisschen verworrener. Der Volkert hat zunächst mal drei Vorstellungen unterschieden. Unendlich klein heißt einfach nichts anderes als vernachlässigbar. Da gibt es so ein paar Argumentationen im Werk von dem Leibniz, wo der einfach schreibt, naja, zum Beispiel am Sternenhimmel kann ich die Erde einfach als einen Punkt annehmen, weil im Vergleich zum ganzen Sternenhimmel ist die so klein, dass sozusagen der Durchmesser vernachlässigbar ist. Oder wenn Sie sich irgendwo vorstellen, Sie stehen ja und halten eine Apfelsine in der Hand und setzen das in das Verhältnis zur ganzen Erde, dann ist das quasi ein Punkt. Also das ist so klein, dass es darauf dann nicht ankommt. Oder die Zahl der Apfelsinen, die Sie nehmen müssen, bis Sie damit einmal die Erde umrunden können, die ist so groß, dass man einfach sagen kann, naja, das ist eigentlich faktisch unendlich. So. Dann gibt es auch sowas wie Unendlichkeit im Sinne einer Grenzwertauffassung mit gegen Null konvergierend. Das ist hier im Originalwortlaut auch wiedergegeben, dass die unvergleichlich kleinen Größen keineswegs konstant und bestimmt sind, dass sie vielmehr, da man sie so klein einnehmen kann, als man nur will, in geometrischen Erwägungen dieselbe Rolle spielen wie unendlich kleine im strengen Sinne. Da will er auch wieder sagen, also ich glaube eigentlich nicht wie Cavalieri daran, dass das quasi das Kontinuum aus lauter Atomen zusammengesetzt ist. Aber man kann halt die Dinge so klein machen, dass man im Prinzip damit so rumtun kann, als wäre das so. Und die dritte ist einfach, ja, die Differenziale kann man halt algebraisch als Null behandeln, obwohl sie in einem bestimmten Verhältnis zueinander stehen. Das wäre hier sozusagen das Argument. Obwohl das dx eigentlich in einem bestimmten Verhältnis zum dy steht, kann ich trotzdem sagen, hier kommt das eigentlich als Null vor. Dann hat man etwas später noch, also es sind dann Teile von Leibniz, Sachen sind quasi erst im Nachlass dann sehr, sehr viel später bearbeitet und herausgegeben worden. Das ist ja auch alles auf Latein und so, das muss man ja erst mal lesen. Und da hat man ein Manuskript aus 1676, ist quasi erst, ich glaube, 1993 erstmals herausgegeben worden. Und da steht folgender Satz drin. Da hat er halt irgendeinen Satz beschrieben, wo es im Prinzip um die Integration durch Summation geht. Und hier links daneben ist auch ein zugehöriges Bild. Das ist jetzt nicht genau Ober- und Untersummen, aber so ähnlich argumentiert. Die Argumentation ist da immer, ich nehme quasi hier an dieser Stelle das Rechteck, das als Höhe diesen Wert hat, die gestrichelte Linie in jedem dieser Bereiche. Und jetzt fragt er, was ist eigentlich der Fehler? Jetzt könnte man sagen, der Fehler ist eigentlich immer dieses, so ungefähr dieses Dreieck, was hier oben drüber liegt. Ja, das ist eigentlich so ungefähr der Fehler, beziehungsweise plus das Dreieck, was hier liegt, ne? Das hier ist zu wenig und das hier ist zu viel. So, hier ist wieder zu wenig und zu viel.
So, und jetzt sagt der Dings, naja, also ich bin mal ganz großzügig und sagt, der Fehler ist aber höchstens so groß wie das ganze Rechteck. Und wenn ich die alle zusammenschiebe, dann habe ich als Fehler genau die Höhe mal und jetzt wird es aber wieder infinitesimal. Weil wenn ich, es hindert mich ja niemand, das so schmal zu machen, wie ich will und damit kriege ich den Fehler immer weg. Und rechts sagt er dann, gibt er dann folgende Argumentation, zeigt, dass eine krummlinig begrenzte Fläche durch eine geradlinig begrenzte treppenförmige Fläche beliebig genau angenähert werden kann. Beliebig genau heißt, der Fehler kann kleiner als jede vorgegebene positive Zahl gemacht werden. Und das ist tatsächlich eine sehr präzise Grenzwertvorstellung, weil man, das ist ja im Prinzip die Epsilon-Vorstellung, ne? Der Fehler kann kleiner gemacht werden als jede vorgegebene Grenze. Das ist genau die Grenzwertvorstellung, wie sie dann eigentlich formal so erst bei Weierstrass steht. Das ist insofern einigermaßen verblüffender Fund. Sagen kann, ah, das war tatsächlich, war das auch eine der Vorstellungen zur Unendlichkeit, mit der Leibniz sich auseinandergesetzt hat. Der hat sich aber nie wirklich für eine entschieden und hat das auch so ein bisschen, je nachdem für wen er geschrieben hat und wem er das erklären wollte, so ein bisschen unterschiedlich aufgeschrieben. Aber ist doch auch ein schöner Abschluss für das Thema, ein runder Abschluss. Also sieht man auch schon, die Ahnung von so einer Grenzwertvorstellung gab es beim Leibniz schon, von so einer sehr präzisen Grenzwertvorstellung. Gut, dann jetzt für Sie wichtig, die Leitfragen und Kernthemen zum Block 3. Was sollte man können? Einstellig dividieren wie Adam Ries, finde ich, ist eine gute Sache, dass man sich das mal anguckt und erklären kann, wie das funktioniert. Das haben wir auch letztes Mal mit Beispielen geübt. Dann die Descartesche Konstruktion der Lösung quadratischer Gleichungen. Das möchte ich auch, dass Sie dieses Bild kennen und erklären können, inwiefern da die Lösung der quadratischen Gleichung mit konstruiert werden kann. Dann denke ich, so einfache Funktionen mit diesem AE-Trick oder mit dem Trick mit den Fluxionen vom Newton mal ausprobieren. Das können Sie ganz leicht üben. Einfach heißt also maximal gebrochen Rationale. Dann würde ich sagen, wichtige Wissensfrage, was meint eigentlich das Homogenitätsprinzip bei Gleichungen? Dass man das so ein bisschen erklären kann. Das, was die Leute lange behindert hat, nämlich, dass man gesagt hat, alle in so einer Gleichung auftretenden Größen müssen geometrisch von derselben Art sein. Also es ist eigentlich Quatsch zu sagen, x plus x Quadrat ist gleich 5. Weil dann wäre x wäre sozusagen eine Länge, x Quadrat wäre eine Fläche. Die kann man aber nicht zusammen addieren. Man muss dann irgendwie dem x noch was dabei geben. Also zum Beispiel sagen, einmal x plus x Quadrat, weil dann kann ich mir wieder als einmal x ein Rechteck vorstellen. Und das ist wirklich ganz, ganz lange ist das so geblieben, dass man das immer so gedacht hat. Welche besonderen Neuerungen in der Algebra gehen auf Viet und Descartes zurück? Auf Descartes insbesondere das Aufgeben des Homogenitätsprinzips. Ne? Dadurch, dass man gesagt hat, die Multiplikation, im Grunde genommen kann sowas sein wie die Multiplikation mit einem Skalar. So kann auch die Vervielfachung eines Werts sein und dann fällt das Homogenitätsprinzip. Das macht es leichter und auf Viet geht eigentlich die Formelsprache im engeren Sinne zurück. So, und das waren dann halt wesentliche Leistungen, wenn das so ein bisschen erzählen kann. Und dann würde ich noch sagen, dass man noch so grob weiß, was gibt es eigentlich bei diesem Kepler, was ist mit dem Namen Cavalieri verbunden und was ist mit dem Namen Fermat verbunden. Das so, wäre so der Stoff, den ich aus dem dritten Block für die Prüfung angeben würde. Für den vierten Block. Ja, das sind immer die Copy- und Paste-Fehler, das muss ich auch noch korrigieren. Es steht auch beim zweiten Block, steht auch Kernfragen zum Block 1. Vielleicht jetzt, wenn ich mal Muße habe über die Weihnachtstage und eine stille Stunde, tausche ich nochmal die ganzen fehlerhaften Folien aus. Das macht das Lernen auch leichter. Das ist ja Kleinkram. Aber das ist tatsächlich Block 4. Na, Block 3 ist ja Indien und China. Da habe ich letzte Woche erzählt, was da wesentlich ist. Block 2 war Griechen und Block 1 war alles diesseits, also vor den Griechen. Ja. Gut, Prüfung ist am 9. Jänner, glaube ich, angesetzt, ne, hier im selben Kino. Sie dürfen einen Spickzettel mitnehmen, DIN A4, Vorder- und Rückseite handbeschrieben.
damit ich wieder mich daran ergötzen kann, wie klein sie mit der Hand schreiben können. Na, das Computerausdruck finde ich dann nicht so gut, da wird das zu präzise. Außerdem habe ich so, ich habe auch so ein bisschen diese altertümliche Lerntheorie, dass wenn man sich mal was aufschreibt, sich das eh besser behält und dann eigentlich den Spickzettel auch gar nicht mehr braucht. Das ist natürlich meine heimliche Lerntheorie, die natürlich nicht empirisch abgesichert ist. Gut, dann wünsche ich Ihnen schon mal frohe Weihnachten, einen guten Rutsch ins neue Jahr und viel Erfolg bei der Prüfungsvorbereitung. Ich denke mal, zweiten Prüfungstermin vielleicht erste Februarwoche oder so und den dritten dann irgendwann, aber März, April ist, glaube ich, vernünftig anzusetzen. Gut, und melden Sie sich an, damit ich weiß, wie viele Prüfungen ich mitbringen muss und so. Bis dann. Tschüss.